Ja, Leute, Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter mit The Journey und ja, ich bin mal sehr gespannt. Wir stehen ja kurz vor der Entscheidung, ob wir vielleicht im Winter wechseln. Gerüchteweise bei Twitter ist das ja schon irgendwie angesprochen worden, dass wir wieder ab der Winterpause oder nach der Winterpause, jetzt im Januar, auch wenn es hier nicht sehr nach Januar aussieht, dann wieder bei Leicester spielen. Das werden wir mal sehen. Wir beobachten das einfach mal. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, in der zweiten Liga hier weiterzuspielen, aber wir werden es hier sehen. Ah! Ah! Na! Ah. Mann! Wie soll man denn auch von hier dann Tore schaffen? Ganz im Ernst? Ich meine, das ist ja Blödsinn. Von hier, da könnte man mal einen Kopfball aufs Tor bringen, aber von da, vom 16er Rand, das ist ja unmöglich. Ja? Mann. Ach. So, jetzt ist der Torwart nicht, doch. Also, ganz im Ernst. Am Anfang, das ist ja kein Problem, ne? Aber wir können ja, naja. Sauerei. So, hier sollten wir ohne, ja. Oh shit. Ja, es hat ganz schön lange gedauert. Es geht ja auf Zeit. Ah, das war schlecht. Ja, da muss er rein. Ah, nicht schlecht, aber nicht gut genug. Der ist sicher. Uiuiui. Ah, da wurde der andere abgelaufen. Ah, auch das war wieder zu doof, der Pass. Ah, läuft nicht. Nein, das war doch nix. Aber die Chance ist noch da. Und zack, Torwart vernichtet. Immerhin. Ja, der ist kein Linksfuß. Deswegen geht er wahrscheinlich dann auch nicht rein. Ah, haben sie aufgepasst. Ja, da hat man ja viel Reaktionszeit. Au, aus der Entfernung. Ach, passt doch zurück. Ah, ist abseits. Ah, okay. Zählt auch nicht. Ist echt nicht so einfach. Kein gutes Training. C und D. Naja, vier gewinnt, ne? Oder wie heißt es so schön? Ja, ich glaube, wir haben gerade eine Gelbsperre, oder? Wir stehen da im Reservebereich ganz rechts. Das ist natürlich nicht der Plan. Aber oben an der Leiste hat sich nichts getan. Na gut. Gut so. Gut so. So, dann gucken wir mal. Das Transferfenster ist ja auch hier bis mindestens Ende Januar offen. Ich weiß nicht, ob es da andere Regelungen gibt, aber eigentlich ist es ja immer für Europa so, dass es dann immer bis Ende Januar ist. Aber noch, ja, Swansea City klingt schon nach Premier League irgendwie, aber ist immer noch hier
wie heißt es? Championship? Premiership? Die zweite Liga? Ich glaube Championship, ne? Ach nee, das ist jetzt FA Cup. Oh, scheiße. Und wir sind nicht dabei. 1-1. Und stand da irgendwas von Elfmeterschießen oder so? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ne? Hoffen wir mal, dass wir noch drin sind. Vielleicht können wir auch hier die letzten Ergebnisse sehen. Oder wir gucken mal auf die Tweets, was die Fans gepostet haben. Seit du weg bist, zeige ich in der Premier League sensationelle Leistung. Schon klasse mit so vielen super... So ein Spasti. Ich hasse diesen Typen. Ich hasse diesen Typen. So, wir gucken mal eben ganz kurz. Pokal. Das ist der EFL Cup. Hier, Emirates FA Cup. Das ist der richtige. Da ist Leicester. Hat Leicester sogar gegen Arsenal gewonnen, ne? Und hier steht nach wie vor 1-1. Tja, keine Ahnung. Müssen wir uns überraschen. Oder kann man dann nicht die nächsten Spiele auch angucken? Nee, ne? Nö. Aber ich schätze mal, ich hoffe mal, dass wir da weiter sind. Und ansonsten hoffen wir einfach, dass wir zu Leicester wechseln. So, mal gucken, was passiert. Williams, out. Alex, since you come to us, it has been a good moment for this club and for you, I think. It's been a great experience, boss. Hopefully the second half of the season will be even better. For you, I think yes. For us, not too much. How do you mean? Ach, guck an. This morning, I received a mail from your club. They are requesting that you return to them. Ach komm, wir sind jetzt mal egoistisch. Yes! Ho, ho, ho! Time to get back to the big league. Show them what they've been missing. I think someone has made quite the impression since they've been away, no? Oh, das war jetzt ganz schön offensiv. Das sollte gar nicht so rüberkommen. Oh Mann. Gemischte Gefühle wären auch nicht schlecht. What was that all about, eh? I'm going back to the Premier League. Congratulations, mate. And I'll see you there soon, eh? Ja, nächste Saison hoffentlich. Wir drücken natürlich nach wie vor unserem Verein, unserem Ex-Verein aktuell, die Daumen, dass sie auch aufsteigen. Come on. Sit yourself down. Da sind wir wieder. Soon add up. And now you have to sit out again. Could be costly. I understand. Just be sure you do. Die Musik ist viel zu laut. Aber Butler ist doch bei Leicester City wieder, ne? Ich weiß auch nicht. Och. Kehre zurück zum Stammverein. Leihspieler Set 3. Oh, ich bin ja so happy. Juhu. So toll. So toll. Okay. Ja. Und wir gucken mal auf die Tabelle. Also Leute, wir sind wieder bei Leicester City und wir haben 6 Punkte Rückstand. Also wir haben durchaus nach oben. Na gut, Man City kann nochmal spielen, aber Richtung Champions League geht es auf jeden Fall. Und das ist doch schön. Was hat denn Philipp Bernard da gepostet? Des einen Leid des anderen Freud. Okay. So, das heißt, das erste Training steht wieder an und wir sind zurück zu Hause. Da ist Jamie Vardy. Miss me, Lily? Ein bisschen. Welcome back, Alex. Den mag ich. But I missed her. I don't care. I'm already out the door anyway.
Andy. Aber der ist, hey, den mag ich gar nicht. Look who got dragged back in. So, you think he can fill my shoes, eh? Oh, das war mal unser bester Freund. Was für ein Arschloch. Modern day SAS, right? Grow up, mate. Tell you what. Next time I see you, it'll be out there. Der hätte es ja zumindest ein bisschen überspielen können, dass er ein Arschloch ist und nicht so offensichtlich. Alright, show's over. Get your backside out on the training pitch. Move it! Unfassbar, ne? Was das für ein Arschloch ist, ey. Seit dem Rückflug aus Amerika war es aber eigentlich klar, ne? Wie das so verläuft. You want to be mindful of the company you keep, Alex. No idea what's gotten into him, boss. Yeah, well, a little fame can be a dangerous thing. Aber die anderen sehen das zumindest auch. Like family almost. Never spoke to him once while I was out on loan. Maybe now that I'm back, I can. Walker put in a transfer request on sir. Board's already accepted. Ach geil. From our biggest rivals, no less. It's madness. You ready to take your chance, lad? Finde ich gut. These guys right here, that's where my loyalty lies now. Work hard in training. Give your all every time you step out on that pitch. You'll get your opportunity, Hunter. All right? Das sind nette Jungs. Das sind nette Jungs. Und dieser Walker, weg mit dem Spasti. Den zeigen wir es auf dem Platz. Den brechen wir die Beine. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, wir sind ja in der Stammelf. Guck mal einer an. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich richtig Gas geben. Nicht nur im Training, auch in den Spielen. Und, naja, das ist ja jetzt nichts Besonderes hoffentlich hier. Oh Gott! Ich habe so gerade gedrückt. Oh, hat Punkte gegeben. Ein bisschen. Der war besser. Kriegt er den? Oh Mann! Läuft nicht. Das ist der Nervenkitzel hier. Jo. Beziehungsweise Lampenfieber wieder im Oberhaus zu spielen. Oh, der ist wieder zu weit, ne? Komm, hol ihn dir. Danke. So, zwei haben wir noch. Oh, der ist zu kurz. Aber, Pub, naja, 150 ist ja so gut wie nichts. Yes! Ja, immerhin noch C. Das war aber nicht gut. Das war aber nicht gut. Okay. Steilpässe als Heber. Ah, ärgerlich. Ach komm, das war jetzt gar nicht so. Abseits. Ja, das war ein super Timing. Komm, mach es. Yes! Wir brauchen jetzt gute Noten. Ah, genau richtig noch. Yes! Nice! Ah, hätten wir vielleicht annehmen müssen. Ah, der war nicht gut. Ach, ist aber gut verteidigt. Komm, 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 kämpf! Ja, immerhin angekommen. 1000 Punkte haben wir. Oh, shit. Völlig versprungen. Das war besser. Aber immer noch nicht perfekt. Also ganz zufrieden bin ich jetzt nicht mit unserem ersten Training hier im Oberhaus wieder. Ja. So, und ich fieber schon auf die Spiele gegen Man City und Man United hin. Und natürlich die anderen, die da oben auch sind. Mal gucken, was der Trainer zu den Leistungen sagt, ob es nach oben... Ah, es war gut, hat ihm gefallen.
Butler scheint der Co-Trainer zu sein, mit dem wir die Trainings wirklich machen. Und Ranieri, ja, der ist ja auch schon ein bisschen älter, der ist eher für Taktik, Aufstellung und so weiter. Wow. Check this place out. There's even a jacuzzi in there. Wow. Things have certainly changed since my day. This is all you, Alex. You're such an amazing boy. I could have never done it without you, Mom. Ach, der Kasper. Better Call Saul, an den erinnert er mich immer. Saul Goodman. You know, it's not 1968 anymore, Jim. Do you have any idea how many strings I had to pull to get this place? Bit of gratitude wouldn't go amiss, you know. There he is. The Premier League's next big thing, all grown up and ready to make his Gasherd. Ein Gasherd. I never expected anything like this. Well, you better get used to it, because this is how the pros live. I told you I would take care of you. Yeah. Right, I better get going. See you later, man. Michael, you're Alex's agent. You're not his family. Don't get it too confused. Oh. Wow. Die Küche gefällt mir auch. Ja, also ist ja doch einiges getan. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so abgeht hier in dieser einen Folge. Gut, dann schauen wir mal. Wen haben wir noch? Southampton? Ja, Tottenham ist sowieso auch immer recht gut aktuell. Arsenal, Chelsea, das sind so die üblichen Verdächtigen. Southampton wahrscheinlich eher überraschungsweise da oben. Gut, und es geht gegen Chelsea London. Unser erstes Spiel, glaube ich, von Anfang an in der Premier League. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch am Start seid. Und jetzt wollen wir es so richtig zeigen, unserem Trainer, unseren Mitspielern und natürlich dem Spacko Gareth. Also, wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann.